Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Heute gibt es Battlefield 4 Operation Spinn Team Deathmatch. Er spielt von iDestiny. Lieben Dank für dieses Gameplay. Link zu dem Kollegen findet ihr oben in der Videobeschreibung. AN94 im Burst-Modus wird hier gezockt. Und heute geht es um eine Nachricht, um einen Kommentar, was mir jemand in meinem Stream geschrieben hat. Und zwar hat der Amiga 4000 hat mir geschrieben, früher hatte Krieger sich mal über den schlechten Content auf YouTube beschwert. Und nun sagt er, dass diese Bibi alles richtig gemacht hat. Naja, jedem das Seine. Und genau da möchte ich heute mit euch so ein bisschen drüber quatschen. Ich möchte jetzt eigentlich nicht wieder über Bibis Song reden, muss ich aber gleich wieder, um so ein paar Sachen aufzulisten. Und zwar fangen wir erstmal mit dem Thema an, guter Content, schlechter Content, Qualität, keine Qualität, bla 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 bla. Ich sag euch mal ganz ehrlich, wir haben uns 2010, haben Dr. Kaboom, Max FPS, Tio, ich, wir saßen zusammen in einer Skype-Konfi und haben... Wir saßen halt zusammen und haben darüber diskutiert, was ist Qualität, was ist keine Qualität, was darf man zeigen, was darf man nicht zeigen, was ist guter Content, was ist schlechter Content. Und es gibt keine genaue Definition. Es gibt nicht, das ist gut, das ist schlecht. Was ist das? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, das ist irgendwie so ein Zwischenmaß. Irgendwo muss ja eine Grenze gezogen werden. Und alleine diese Grenze zu definieren, ist schon verdammt schwer. Genauso ist, was ist denn Qualität? Was ist, wie soll ich sagen, wonach kann man es bemessen? Sind Qualitäts-Dislikes? Definitiv nicht, denn ganz ehrlich, ich habe eben die Videos hochgeladen für meinen Urlaub und bin so ein paar Tags durchgegangen aus meinen alten Videos und sehe bei einem Klatsch, dem Niggas-Video, dass dieses Video zu 50% Dislikes hat. Jetzt könnte man sagen, boah, dieses Video muss ja richtig scheiße gewesen sein. Vielleicht habe ich da irgendwie falsch gerendert, die Soundspur war asynchron, das Thema, was sie angesprochen hat, hat den Leuten nicht gefallen. Vielleicht war ein schwarzes Bild, vielleicht war das Intro zu lang oder irgendwas anderes. Vielleicht saß so einfach nur der Hälfte der Zuschauer der Furz quer. Nee, soll ich euch sagen, was passiert ist? Es gab einen anderen YouTuber, der in diesem Moment gesagt hat, ey, Krieger ist scheiße. Und daraufhin ist seine Fanbase zu mir gekommen und hat dieses Video gedisliked. Das sind keine konstanten Zuschauer von mir, es sind keine Leute, die irgendwie mich dauerhaft verfolgen. Es sind einfach nur Leute, die mir in diesem Moment zeigen wollten, hey, wir kommen hier von der Leck-mich-am-Arsch-Army. So, und das war der einzige Punkt. Und genau aus diesem Grunde kann man auf die Dislikes heutzutage eigentlich gar keinen großen Wert mehr legen. Weil diese Dislikes einfach nur, ja, sie spiegeln nicht das wider, was die Leute teilweise ausdrücken wollen. Genauso sieht es auch mit den Kommentaren aus. Es gibt bei Bibi unter den Kommentar, im Kommentarbereich, gibt es definitiv Kritik. Es gibt definitiv in den Kommentaren Kritik. Aber wenn man reinschreibt, der Song ist scheiße, dann ist das keine Kritik, sondern es ist eine Geschmackssache. Wenn einem das Lied nicht gefällt, weil, was weiß ich, der Text irgendwie sinnlos ist oder irgendwas, es ist einfach nur eine Geschmackssache. Dann gibt es aber auch noch den Hate. Dann gibt es die Leute, die sagen, boah, 20 Millionen oder keine Ahnung, wie viele Aufrufe sie jetzt mittlerweile hat. Das geht gar nicht. Das ist ist richtig schlimm und bla und Sülz. Das ist dann schon, das geht dann so, Bibi hat es nicht verdient, damit so viele Aufrufe zu bekommen. Das ist dann auch noch ein bisschen Neid. Also es gibt so viele Faktoren, in die man das Ganze einkategorieren kann. Aber man kann nicht letztendlich nicht wirklich sagen, hey, was ist schlechter Content? Das Video von Bibi, ich finde es nicht gut für meinen persönlichen Geschmack. Für meinen Geschmack ist es schlecht. Es ist, die Stimme haut mich nicht um, zumal es ja auch eine sehr bearbeitete Stimme ist. Viele haben gesagt, boah, ist das krasser Autotune. Es ist noch nicht mal Autotune. Aber auch mit Autotune könnte ich auch singen, beispielsweise, glaube ich zumindest. So, natürlich, wenn man nicht singen kann, muss man in der heutigen Welt das Ganze irgendwie, wenn man einen Song rausbringen möchte, das Ganze irgendwie ein bisschen, ein bisschen bearbeiten. Und die Mittel und Möglichkeiten haben wir ja ohne Ende, Sachen bearbeiten zu können. Und das wurde auch gemacht. Das Video kameratechnisch, okay, alles klar. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden, dass da schon ordentliches Equipment am Start war. Ob da jetzt irgendwelche Blumen durch die Gegend flattern, ob da irgendwelche Ballons in der Wohnung stehen oder so. Keine Ahnung, wieso das gemacht worden ist. Ist halt ihr Geschmack, keine Ahnung. Man überlegt sich das halt und pipapo. Jetzt, aber woraus will man entscheiden können, ist das Video schlecht, ist das Video gut? Es ist eigentlich immer nur eine persönliche Geschmackssache. Und jetzt kommen wir nochmal zu den Dislikes. Wenn du 20 Millionen Aufrufe hast und mit so einem Video einen fünfstelligen, einen ordentlichen, fünfstelligen Betrag verdienst, ohne Verkäufe, dann mal eine ganz ehrliche Frage,
eine ganz ehrliche Frage. Sind euch, wenn ihr an der Stelle wärt, wären euch dann die Dislikes nicht egal? Wären euch die Dislikes nicht einfach scheiß fucking egal, weil ihr einfach mal so viel verdient habt wie ein normaler Durchschnittsbürger im Jahr? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, müsst ihr euch selber beantworten. Ich kann nur für mich sagen, als YouTuber, wenn ich so ein Video sehe mit vielen Dislikes, ich gucke drauf, sehe, aha, okay, deswegen wurde gedisliked, Thema ist für mich erledigt. Wie ich es eben gemacht habe, so, hä, warum sind da so viele Dislikes? Guck drauf, ah, da kam schon wieder, die leckt mich am Arsch, Army, und wollte mir mitteilen, hier, wir sind da, super. So, also diese Dislikes kann man auch nicht sehen. Dann Kommentare wie, das Video ist scheiße, pipapo. Ich meine, wir sind ja auch schon ein paar Jahre auf YouTube und wissen auch schon in einer gewissen Art und Weise, was wir hochladen können, was wir nicht hochladen können. Und wir wissen auch schon, glaube ich, so in gewisser Art und Weise, wann es ein paar Dislikes hagelt und wann nicht. Manchmal provoziert man es auch. Ich wusste ganz genau, dass ich mit meinem Titel, der so ein bisschen das Clickbait perfektioniert hat, wusste ich ganz genau, dass ich damit definitiv einige Dislikes bekommen werde. Die habe ich aber einfach in Kauf genommen bei diesem Video. Gut, andere YouTuber können es machen und werden dafür nicht gedisliked, drauf geschissen. So, und jetzt nochmal. Früher hat sich Krieger über den schlechten Content beschwert. Genau, ich habe gesagt, ey, das, was derjenige macht, das, was derjenige macht und das, was derjenige macht, finde ich für mich selber schlechten Content. Jetzt ist aber die Frage, und die Frage ist berechtigt, warum wird dann dieser schlechte Content, der für mich schlecht ist, so häufig geklickt? Weil er anscheinend den Geschmack vieler Leute trifft. Warum auch immer. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo sich so das Teufelsradchen dreht. Und zwar, wenn man jetzt danach bemessen möchte, es bringt eine Menge Aufrufe, es bringt eine Menge Geld ein, es kurbelt die Wirtschaft definitiv an, es sorgt dafür, dass mehr Steuergelder bezahlt werden können. Der eine schaut so ein Video aus Unterhaltungsgründen und macht sich darüber lustig, der andere nimmt es ernst. Ist es dann immer noch ein schlechtes Video? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das ist genau der Punkt. Man weiß es nicht. Also ich finde, und genau zu diesem Punkt sind wir damals, vor sieben Jahren sind wir schon zu diesem Punkt gekommen. Ey, man kann es nicht sagen. Und ich sage euch ganz ehrlich, wir waren damals, saßen wir in der Skype-Konfi und haben uns Hard am Limit, glaube ich, war das von Elotrix angeschaut. Und da haben einige Leute gesagt, sowas gehört nicht auf YouTube, sowas muss gebannt werden, sowas muss von mir aus noch strafrechtlich verfolgt werden. Es sind einige Sachen gefallen auf jeden Fall zu dem Thema. Und da kamen halt Leute, die gesagt haben, hey, das ist aber auch eine Qualität. Mit so einem Content so viele Leute anzusprechen, muss man erstmal schaffen. Und das schafft auch nicht jeder. Was auch etwas ist. Also wir waren damals schon an einem Punkt, wir haben auch gesagt, ey, ist so ein Video Qualität, wo du in ein Headset sprichst, was rauscht, übersteuert ist bis zum Gehtnimmer. Ist das Qualität? Ist das keine Qualität? Und genau diese Fragen haben wir uns damals gestellt und sind da schon zu keiner glorreichen Antwort gekommen. Und das wird auch immer so bleiben. Und ganz ehrlich, würdet ihr euch hinstellen wollen und sagen wollen, okay, ihr entscheidet, was gesendet werden darf, was ausgestrahlt werden darf auf YouTube oder nicht. Und zwar mit dem Hintergedanken, dass ihr YouTube am Leben halten müsst. Also sprich, YouTube verdient ja Geld. YouTube muss ja erwirtschaftet oder muss ja ertragreich sein für die Wirtschaft. Würdet ihr das gerne machen wollen und auch euch rechtfertigen wollen, warum, wieso, weshalb etc.? Und das auch nicht nur vor irgendwelchen Zuschauern, die irgendwie sagen, warum darf Tanzverbot nicht auf Twitch streamen und bla 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 bla. Ich meine, wo ist die Grenze? Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, was ist gut, was ist schlecht. Ich bin mal gespannt, wie ihr darüber in den Kommentaren diskutiert. Ich werde mir das Ganze auf jeden Fall nach dem Urlaub antun und anschauen. Der Drops ist gelutscht, 20:1, ich bin raus, gut, Schuss, bis zum nächsten Mal, euer Commander. Tschüss.